Also es ist schon so, dass man sie nicht will und ist praktisch der politische erklärte Wille, dass man den Leuten hier das Leben zur Hölle machen möchte, weil man sie hier nicht haben will. Also man möchte reiche, wohlhabende, gut situierte Menschen aus dem Düsseldorfer Bereich gern hier haben, aber sogenannte Armutszuwanderer nicht. Nein, das will man nicht. Mhm. Genau. Und wie sieht das dann strukturell aus? Also welche Mechanismen werden angewendet? Ja, also der wohl schlimmste Mechanismus ist natürlich der, dass eben Krankenversicherung und Sozialleistungen eben nicht gewährt werden. Ne? So. Da befindet sich offensichtlich auch diese Stadt auf der rechtlich sicheren Seite. Das ist im EU-Recht so vorgesehen, das dürfen sie so machen. Und dann ist natürlich so, dass eben hier seit einigen Jahren die sogenannte Taskforce, also diese Räumungstruppe, durch die Stadtteile, also vorwiegend Hochfeld und Marxloh, rockt und Leute aus ihren Wohnungen räumt. Alles unter Vorgabe der Brandschutzverordnung. Also da werden halt, der Brandschutz wäre nicht gewährleistet und damit wäre Gefahr in Verzug und damit räumt man Leute aus ihren Wohnungen innerhalb von Stunden. Wir sind ja hier eine Anlaufstelle für jeden erstmal grundsätzlich, aber wir haben auch einen hohen Zulauf an Betroffenen aus Südosteuropa, die sich in Wohnungsfragen, Arbeitsfragen, Lebensfragen beraten lassen. Mhm. Also die, für die wir die Kindergeldanträge schreiben und solche Sachen, weil sie oft ja gar nicht können, mit dem ganzen Bürokratenboost natürlich auch völlig überfordert sind. Mhm. Genau. Und darüber hören wir die Geschichten. Also einen Anspruch auf Kindergeld haben sie, haben, soweit sie denn Kinder haben. Sie haben aber als EU-Zuwanderer keinerlei Anspruch auf Sozialleistungen, wenn sie hier einziehen oder herziehen. Mhm. Es sei denn, sie können mindestens einen Minijob nachweisen. Dann können sie auf stockende Leistungen beantragen oder wahlweise 5 Jahre ohne staatliche Anforderungen von Leistungen hier gelebt haben. Also 5 Jahre Meldebestätigung nachweisen können in Deutschland. Dann haben sie automatisch einen Anspruch auf Jobcenterleistungen, also ne, staatlich existenzielle Leistungen, aber die müssen dann eben oft eingeklagt werden. Und das ist natürlich 5 Jahre ohne einen Cent Geld hier zu überleben, geht ja nicht. Also die, sagen wir mal, die Zuwanderung aus Südosteuropa läuft ja jetzt nun schon so, seit 2010 kamen so die ersten nach Marxloh. Und relativ schnell gab es ja dieses Gerücht, dass weiße Kleinbusse von Rumänen hier Kinder klauen, die Nieren rausschneiden und so Geschichten. In Wahrheit war aber, dass hier die alteingesessenen Bauunternehmer, Fleischwurstfabrikanten und so weiter hier Arbeiter eingesammelt haben, vorrangig aus Rumänien und Bulgarien, und die zu unfassbar schlechten Bedingungen ihren Werken haben arbeiten lassen, ohne Arbeitsschutz, ohne Dienstverträge, ohne Rentenversicherung, also ne, schwarz. So, die Schwarzarbeit ist hier echt ein gut bedienter Markt. Wir haben ja vor einigen Jahren auch die Praxis für Menschen ohne Krankenversicherung hier gemacht, in der ich ja ehrenamtlich als Kinderkrankenschwester gearbeitet habe. Und da habe ich zum Beispiel Maurerkrätze zum ersten Mal gesehen. Das kann ich aus der Ausbildung, aus Büchern. Das heißt also, wenn Menschen die ganze Zeit mit Putz und Beton und Steinen arbeiten, werden ohne Handschuhe, werden die Hände irgendwann rissig. Und so tief rissig, dass sich das praktisch bis auf die Knochen entzündet. Und solche Bilder habe ich in echt hier gesehen. Und dann war schon auch klar, dass die Arbeitsverhältnisse wirklich beschissen sind. Und dann haben die Betroffenen uns halt erzählt, dass sie mitunter gar kein Geld bekommen haben über Tage oder eben nur mit 2 Euro die Stunde abgedankt wurden oder 10 Euro am Tag. Eben auch gar kein Arbeitsrecht genossen haben, keinen Arbeitsschutz hatten. Und dann bin ich ja nun auch so eine Krawallelse und habe eben gedacht, so, die zeigen wir jetzt einfach mal an, beim Zoll und überall. Mhm. Und dann haben eben die ganzen Betroffenen gesagt, macht das bitte nicht, weil dann haben wir nichts mehr. So, das habe ich natürlich dann auch nicht gemacht, aber das ist ein Riesenfeld, auf dem ganz billig Arbeitskraft abgegrast wird. Und inzwischen hat sich das ausgeweitet über
Putzhilfen und also der gesamte Sektor ist eben damit voll. Also die, also ich habe ja im Schwerpunkt berate ich also rumänische Familien, aber eben auch bulgarische, wobei wir teilen uns das immer so ein bisschen auf, je nachdem, wie wann die Übersetzerzeit haben. Und in Rumänien ist es so, dass sie praktisch in Verhältnissen leben, die kann man kaum wiedergeben. Also es geht über Wellblechhütte ohne einen Cent oder in Vollzeitbeschäftigung und haben eben nur 400 Euro. Die Wohnung kostet aber schon 600 Euro und also die können de facto ihr Leben in Herkunftsländern nicht bestreiten. Das funktioniert einfach nicht, geht nicht. Also und die Idee, nach Deutschland auszuwandern, entsteht nicht aus so einer Lust- und Laune-Idee, ach, da könnte ich ja mal hingehen, sondern tatsächlich aus elendiger Not. Und die prekären Verhältnisse, in denen hier gelebt wird, also sie haben ja hier auch keinen Anspruch und die Wohnverhältnisse sind manchmal ja ausgesprochen erbärmlich, beschreiben sie immer noch als hochluxuriös im Vergleich zum Herkunftsland. Also wenn du 450 Euro Job machst, dann übernimmt Jobcenter die Krankenversicherung. Also ne, wenn du jetzt nicht mehr verdienst oder so. Ja. Und die, also dann mit einem ordentlichen Arbeitsvertrag ist man automatisch krankenversichert. Ja, genau. Okay. Aber das System der Krankenkassen ist natürlich schon, die wollen gewinnen, die wollen ihr Geld sehen. Die stunden auch eigentlich so Rechnungen nicht und die laufen dann auf. Und es sind eben auch viele Rumänen, die eben erst in Arbeit waren. Oder 450 Euro Jobs hatten, dann ja krankenversichert waren, dann verlieren die den Job, verlieren auch ihre Hartz-IV-Leistungen dann, und, aber auf den Krankenversicherungsbeiträgen bleiben die hängen. Wenn die aber eine Weile dann nicht mehr gezahlt haben, ist, wird deren Krankenkassenkarte trotzdem ungültig, aber trotzdem haufen sich die monatlichen Rechnungen zu. Also wir haben eine, die hat irgendwie 25.000 Euro Schulden bei der Krankenkasse. Ja, ist der Wahnsinn. Also ich meine, kannst ja einpacken. Naja, und die, also viele, also ich sag mal so Klienten hier wie die Antonella, die gerade hier gesessen hat oder so, die kommt seit zig Jahren. Ne, die ist übrigens auch eine von den Vertriebenen aus der Rudolfstraße und sie war ja auch lange Sprecherin der Initiative, also ne, für die Mieter. Und die hat, die kommt schon ganz lange und die guckt gar nicht erst, sie ist ja selbst Analphabetin, die sagt, aha, Brief, und dann kommt die rüber und gibt den ab. So, und dann regeln wir alles. Und so gibt es ganz viele Familienstrukturen, die das kennen, die kommen und, ne, und lassen uns das regeln. Und da ist auch ganz niedlich jetzt so nach den Sommerferien. Dann kommen die mit so einem Packen, da sind auch die Reklame aus dem Hausflur und alles mit drin. Aus Angst, da könnte irgendwas bei sein, was irgendwie eine böse Falle ist. Aber dann gibt es viele, die kommen tatsächlich, hören vielleicht auch erst von uns oder die wissen, kommen dann erst, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Und dann gibt es hier auch viel im Umfeld von sogenannten Hobbyberatern, also die sagen, auch gib mir 50 Euro, dann mache ich das für dich und machen natürlich, ja, es gibt keine Armut, wo man nicht auch echt fettreich von werden kann, ne? Und die beraten dann und kassieren 50 Euro und da ist ja, passiert dann nichts. Die haben A, keine Ahnung oder auch gar keine Zeit und Lust, irgendwie wirklich sich einzusetzen und den Treibkram zu organisieren. Und die Leute sind ganz oft, vor allen Dingen die rumänischen Rom, sind so Herzchen, die sind so offen und glauben erstmal einfach jedem. Ne? Ja, also da tummeln sich hier, da gab es, wir kriegten, das ist ja sowieso, Schwarzfahren wird ja auch sehr geahndet, das ist ja auch ein Staatsvergehen, also ist ein unglaubliches Vergehen. Ne? Und deswegen sind auch ganz viele Betroffene, die bei uns Sozialstunden machen, weil sie dann eben beim Schwarzfahren erwischt wurden. Und und dann haben wir eben erklärt, versucht euch mal A, nicht erwischen zu lassen und B, wenn dann versucht irgendwie an Tickets zu kommen. Das haben andere auf der Straße auch versucht. Die haben von der DVG Flyer mitgenommen, so Liporellos, und haben gesagt, hier, Billett 50 Euro, kannst du das ganze Jahr umsonst fahren. War einfach nur ein scheiß Werbeflyer. Sie erhoffen sich eben, dass ihre Kinder hier eine Schulbildung haben und nicht wie die Eltern, Großelterngeneration, Analphabeten bleiben. Und also sie hoffen einfach auf eine bessere Zukunft für ihre Kinder.
Also wir haben mehrere 100 Kita-Plätze im Defizit, ne? Also viele Kinder, duisburgweit, die gar keinen Kindergartenplatz bekommen. Und so sieht es auch mit den Schulplätzen aus. Also es sind eben auch, ja, ich würde mal so auf 200 tippen, Kinder, die kein, also mindestens 200, die keinen Schulplatz haben. Und wir selbst am Petershof, also meine Tochter, die macht gerade ihren Master in Lehramt und unterrichtet über ein AWO-Projekt hier eine kleine Klasse an Kindern, die keinen Schulplatz haben. Mhm. Und es sind eben oft Kinder, die eben auch in Rumänien, vor allen Dingen in Rumänien, keine Schule besucht haben, weil die Rom in Rumänien noch mal schärfer diskriminiert werden als hier oder in Bulgarien und eigentlich grundsätzlich ausgeschlossen werden. Und das letzte war ja jetzt letztes Jahr 2019 die Rudolfstraße, wo ihr eigentlich auch eine Initiative gegründet hattet. Ja. Genau, die letzte Räumung ist in der Rudolfstraße, also die zumindest wir hier leibhaftig mitbekommen haben, wo praktisch ganz viele unserer Klienten eben auch gewohnt haben, wo wir als Initiative ja schon vorher drin waren. Also die waren ja schon ein Jahr vorher von Zwangsräumung bedroht, weil die Ecke, also die Straße um die Ecke, die Gielhausenstraße ja auch zwangsgeräumt wurde und die Bauten gleich sind. Da haben wir mit den Anwohnern gemeinsam die Gärten entrümpelt, die Keller entrümpelt, Fluchtwege markiert, solche Geschichten gemacht. Wir haben sogar ein unabhängiges Gutachten von einem Baugutachter dort machen lassen in den Häusern, der eben gesagt hat, die sind natürlich renovierungsbedürftig oder da ist ein Sanierungsstau, aber der gewährleistet oder der gibt es nicht her, dass man da aus Brandschutzgründen Zwangsräumung macht. Und doch ist es so gekommen. Unter welcher Begründung? Ja, da werden dann Stromleitungen hängen schief von der Decke und so. Also es gab im Grunde keine Begründung und die Akten sind auch nie offengelegt worden. Also es ist eben praktisch genau wie in allen anderen Wohnungen fadenscheinig geräumt worden. Das ist nämlich eine Nachweispflicht, also dass dann diese Akten transparent sein müssen, Nein. dass man reingucken kann. Also wir haben ja unser Gutachten dagegen gehalten und unser Gutachten war zu dem Zeitpunkt schon ein paar Wochen alt. Und dann hat man eben gesagt, ja, das hat sich jetzt in den letzten Wochen halt verändert. Also wir hätten ein tagesaktuelles Gutachten gebraucht, aber das hätten wir gar nicht mehr machen können, weil während der Zwangsräumung wäre gar kein Zutritt. Also mir wurde der Zutritt verweigert, ich habe da einen Platzverweis bekommen und vielen unseren Helfern auch und wir hatten gar keine Chance, jetzt auf die Schnelle dann noch irgendwie Beweissicherung vorzunehmen. Also der Wille war ganz klar, diese Ecke zu zerschlagen und leer zu räumen. Und das hat man auch gemacht. Ja, ohne Rücksicht auf Verluste. Genau. Also wir haben einmal eine Familie dort untergebracht für 10 Tage. Und der Familienvater hat dann für seine, ich weiß gar nicht, 5 Kinder und sich und seine Frau 2.400 € Rechnung bekommen. Für die Unterbringung in der devastierten Turnhalle, wo praktisch die Deckenverkleidung abgefallen ist, wo in der Nasszelle und in den Küchenräumen Schwarzschimmel war. Also eine Halle, die theoretisch auch hätte geräumt werden müssen. So. Und die praktisch vorgehalten war als Asylunterkunft und die Wohlfahrtsverbände aber gesagt haben, die ist in so schlechtem Zustand, da können wir keine Geflüchteten mehr reinsetzen. Und dann hat die Stadt eben gesagt, gut, dann bei den Zwangsräumungen, wir müssen ja eine Notunterkunft vorhalten, dann machen wir das so. Genau, ja. Also es gibt genügend freie Wohnungen. Die Stadt Duisburg allein verfügt über zig leerstehende Wohnungen, die müssten nur im Besitz der Stadt. Ja, die GEBAG ist ja die städtische Wohnungsgesellschaft. Ja. Die müssten nur Schlüssel abgeben und fertig. Also da könnte man tolle Projekte mitmachen, das haben sie aber nicht gemacht. Sie hätten ja auch vor der Räumung der Rudolfstraße letztlich dort ein ganz tolles Projekt. Ja, da waren ja wir als Initiative mit drin, begleiten mit den Mietern, hätte man so ein Teilhabeprojekt und unser Dorf soll schöner werden. Was weiß ich, hätte man sich alles Mögliche einfallen lassen können. Also ein tolles Integrationsprojekt draus machen können, aber das war eben auch politisch nicht gewollt. Sowieso nicht mit uns. Aber auch andere hatten sich ja angeboten, die AWO und so weiter, aber das eben nicht, gar nicht. Ne? Und es war lange bekannt, dass wir eben mit vielen dort aktiv sind und ne? Man hätte diesen Zug besteigen können, aber das war natürlich nicht gewollt. So, und die Betroffenen sind dann, wie gesagt, bei Verwandten und Freunden untergekommen. Und der Wohnungsmarkt wird es hergeben, aber natürlich, wenn jemand hört, rumänische Staatsbürgerschaft oder bulgarisch, ja, Jobcenterleistung keine, ja, dann wird es schon eng.
Also das sind ja auch all diese Großkäufer, sage ich mal. Also das sind eine Handvoll Leute, die hier praktisch erstmal als GmbH oder als AG funktionieren und dann immer wieder, also die kann man unter dem Bundesanzeiger gut nachvollziehen. Das sind alles immer die gleichen Eigentümer, vielleicht fünf. Okay. Sechs vielleicht, die dann einfach immer, wenn es Stress gibt, einfach den Namen wechseln. Da gibt es dann die, was weiß ich, Fantasie, die Otto GmbH und dann heißt die Atta GmbH und das ist immer der gleiche Geschäftsführer. Ne? Okay. So. Und damit sind die aber ja dann nicht mehr in Haft zu nehmen für etwaige Versäumnisse oder so. Ja, genau. Und die haben die Häuser aufgekauft, haben die vollgestopft mit Personen. Ganz am Anfang pro Matratze, also die eine Hälfte der Familie konnte tagsüber auf der Matratze liegen, die andere Hälfte nachts und haben so pro Person 100 Euro pro Matratze genommen. Also solche Geschichten, also der Wahnsinn in Peschen, ja, da ist das ja das berühmteste der Problemhäuser, da ist es also ganz groß gelaufen. Und die haben dann später, als klar war, die Stadt wird aufmerksam, das wird laut, das geht irgendwie nicht, haben sie das Konzept ausgeweitet und dann Wohnungen, devastierte Wohnungen vermietet, aber auch zu horrenden Summen, ja, also unglaublich in der Gillhausenstraße für eine Wohnung, wo ich denke, ja, Alter, also, ne, so 600 Euro für 60 Quadratmeter und so Alter. Geschichten, ja, und aber in der Not, natürlich keine andere Unterkunft zu haben, haben viele diese Verträge unterschrieben. Und dann wurde immer zu einer also ich habe ja selber mehrere solcher Geldübergaben inkognito sozusagen beobachtet, wurden dann bei Nacht und Nebel die Mieten bar kassiert. Also dann rückt dann so ein Schlägertrupp an, die kassieren die Miete, wer nicht zahlt, dem wird die Tür eingetreten. Also wird dann schon auch deutlich bedroht und unter Druck gesetzt und dann muss man halt gucken, wie man das Geld gibt. Und ihnen ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, die Gesamtmiete dann zu haben, aber Hauptsache das Geld fließt. Und dann so ein Bau wie die Gillhausenstraße, Ecke Rudolfstraße, die hat im Monat 16.000 Euro schwarz auf die Hand gebracht für den Eigentümer, ein erträgliches Geschäft. Aber wir haben während der Räumung der Gillhausenstraße die Vermieterin angerufen und haben gesagt, so, oder die Wohnungsverwalterin, was aber ja ganz oft gleiche Personalie ist, angerufen und gesagt, so, wir möchten Sie darauf hinweisen, wird geräumt und so und da sind irgendwelche Baumängel und da ging es darum, da standen Schuhschränke im Flur, das Treppenhaus war aus Holz, ja, das ist in den allermeisten Altbauten so, die im Übrigen ja auch Bestandsschutz haben und dann hat sie gesagt, innerhalb einer Stunde hat sie einen Bautrupp vor Ort und die beheben das. Und als der Bautrupp ankam, waren die Metalltüren schon davor und die Häuser waren versiegelt, da war schon nichts mehr, die haben sie nicht mehr ins eigene Haus reingelassen. Okay. Ja. Und ne, also ich glaube, dass man vielleicht mit ein bisschen guten Willen auch einige von diesen Haien dazu bekommen könnte, in Zusammenarbeit vielleicht mit irgendeinem Projekt oder so, die Häuser in einen akzeptablen Zustand zu versetzen und da dann eben echt nochmal einen Neustart zu machen. Aber auch das ist nicht gewollt. Man will diese Menschen weghaben hier aus dieser Stadt. Das ist umgekehrt von der Stadt Mechanismen oder rechtliche Schritte, um dagegen vorzugehen. Also. Ich habe hier noch keinen korrupten Vermieter in Handschellen gesehen, noch keinen. Ich habe auch noch nicht davon gehört, dass einer verurteilt worden wäre, vielleicht wegen Steuerhinterziehung zum Beispiel oder so. Sowas, ne, zum Beispiel, nee, gar nicht. Nö, also zumindest nicht, dass das mal öffentlich geworden wäre, nee. Und man sieht halt an diesen Geschäftsgeflechten, dass diese Leute ja einfach weiterarbeiten. Also die gibt es ja immer weiter und ne, also die kaufen auch weiter Häuser auf und die sehen ja auch, wo der Hauseigentümer vielleicht, ach, die Fassade, Fenster nicht gemacht, ah, der hat kein Geld mehr. Mhm. Und dann geben die einen Apfel und ein Ei für das Gesamtobjekt, also wenig Geld, muss man Immobilienanzeigen gucken. Du kaufst ja hier für ein paar tausend Euro ein ganzes Mehrfamilienhaus, das ist ja, ne, also keine große Investition. Dann wird vielleicht nochmal so ein Eimer Farbe investiert oder einfach eine Tür reingemacht und dann wird bezogen. Und dann weiß man eben schon, aha, hier bildet sich die nächste Problemhaus und hier wird demnächst geräumt. So, das kann man schon eigentlich wissen. Und die pressen über mehrere Monate, wenn es gut läuft, mehrere Jahre, Häuser zahlen leer, also ziehen richtig Kohle ab, dann wird geräumt. Dann übernimmt die Stadt die Gebäude, schließt die erstmal und dann gibt es entweder einen neuen Investor oder eben nicht. Ja. Rudolfstraße, das ist einfach, das steht leer. Steht komplett leer und wird dem Verfall überlassen. Ja. Thank you.
Also in der Rudolfstraße war eigentlich relativ witzig. Und da war ungefähr die Belegung bulgarisch-rumänisch 1:1, so, ne? Also oder 50-50, so. Und da haben, also da untereinander, als wir da angefangen haben, als die Gillhausenstraße geräumt wurde, dann wurde uns in den Mieterversammlungen eben immer erklärt, also die Rumänen haben uns erklärt, dass die Bulgaren an einem schuld sind und umgekehrt. Und dann aber auch die rumänischen Clans untereinander, ja, das ist ein Kepati und das ist ein Moldovan, die sind ja, also weiß man ja und so, ne? Also so die komplette Palette aller möglichen Vorurteile, so wie man es auch im guten alten Deutschland kennt. Ne? Die klauen die Wäsche von alleine, ja, und die Kinder haben einen Briefkasten kaputt gemacht und die haben so und so. Ne? Und dann zu erklären, ihr habt einen gemeinsamen Feind, Freunde. So. Mhm. Und wenn ihr euch zusammentut und schön zusammenhaltet, dann kann man auch was rocken. So, ne? Das war nicht so ganz einfach am Anfang, da muss man schon sagen. Ja, also die Jutsu, du hast ja keine Ahnung. Der hat ja Gott weiß was erzählt, das sind alles hier so. Also eigentlich witzige Szenen mitunter, aber also von Homogenität kann man da nicht sprechen, was natürlich auch nicht erwartbar ist, das ist ja menschlich. Ne? Ja. Und du hast natürlich diese, vor allen Dingen bei den rumänischen Räumen, diese große Clanstruktur. Also da ist man, also wenn man gar keinen Staat hat, dem man sich irgendwie zuordnet oder der einen will, ne? So, dann bleibt ja nur die Familie. Und die Familie, wer in der Familie einheiratet oder wer irgendwie da reingeboren wird, der ist eben das System. Da ist eben die Familie, der Clan. Clan darf man ja fast nicht mehr sagen, weil das Innenministerium diesen Begriff ja so derbe missbraucht. Aber eigentlich ist es eine feste Struktur, die auch aus dem Erfahrungshorizont der Familien das Überleben sichert. So. Heißt also zum Beispiel, da sind ja so diese ganz kleinen Anfängerprobleme, die eigentlich ja ganz liebenswert sind, wo aber auch diese Stadt unglaublich drüber kotzt und das ist alles so problematisch. Das ist überhaupt nicht, man muss nur das System verstehen. Also die, meinetwegen, die haben Schulplatz, die Kinder. Dann ist aber der Opa sitzt mit Oma in, weiß ich nicht, Mülheim an der Ruhr und jetzt sind die krank. Ja, dann reist die Familie dahin. Das ist mal scheißegal, ob dann Schule ist, sondern Opa und Oma sind wichtig. Ja, oft sind es ja Matriarchen, ne? Also die Omas sind ja eigentlich die Rudelführer, ja, ja, ja. Und also die sind am wichtigsten und da wird sich dann drum gekümmert. Und das ist natürlich aus ihrer Sicht schwer begreifbar, warum soll ich denn jetzt Oma und Opa allein lassen, nur weil ich zur Schule muss, ne? Das ist überhaupt nicht, geht gar nicht. Über solche Sachen kann man aber reden und da kann man Verständnis für aufbringen, dass man sagt, guck, ja, fahr du doch dahin und die Kinder gehen zur Schule, kommen mittags zum Spielen hierher und die Nachbarin kocht Essen oder so. Ne? So. Dann, so die Kinder so wegzulassen, also auch das ist ja für, vor allen Dingen für die rumänischen Rom unheimlich schwierig, die Idee, ein Kind eine Einrichtung zu überlassen, einer staatlichen Institution, einer Kita, einer Schule. Das ist mit unfassbarer Angst verbunden. Sie wollen, dass sie Bildung bekommen und sie wollen denen eine Zukunft ermöglichen, so wie weltweit alle Eltern das wollen. Aber für sie ist das unheimlich schwer, die zu geben. Also für sie ist das so ein Abgeben. Sie haben Angst, dass sie nicht wieder zurückkommen. Und sie haben es, viele von unseren hier sind aus Spanien gekommen, die waren erst in Spanien. Und dort sind die Kinder in Schulbussen zu den Schulen gebracht worden. Irgendwann ging Spanien richtig, richtig dreckig. Und dann hat man waren ganze Roma-Siedlungen, die Kinder morgens mit dem Bus zur Schule gebracht, außer Landes gefahren und nicht wieder zurückgebracht. Und dann waren die spanischen Behörden sich sicher, die Familien reisen hinterher. Und so ist es auch gekommen. Ja, und dann hat man gesagt, ach so, die sind jetzt da und da, ne? In einem anderen Kanton oder in einer anderen Provinz oder in einem anderen Bereich und so. Und dann sind die Familien hinterher. Und dann war klar, dort haben sie keine Zukunft. Also hat diese Migration nach Deutschland begonnen, weil sie da gehört haben, hier ist es einigermaßen erträglich. Und so ist es ja auch. Hier können sie ja sicher sein, dass ihnen hoffentlich niemand die Kinder entführt. Ne? So weit ist es ja Gott sei Dank noch nicht. Aber und es war am Anfang, hier war ja so der Hauptzuzug und die Schulen waren aber sehr schnell überfüllt, dass eben die Marxlor-Kids eben mit Schulbussen in andere Stadtteile gefahren wurden. Ja. Das Geheule kannst du dir nicht vorstellen. Wir haben da mit Engelszungen und gesagt, bitte, bitte, also wir fahren jetzt mit. Wir fahren jetzt, sind wir mit einer ganzen Gruppe Mütter mitgefahren. Dann haben die gesehen, wo die zur Schule gehen. Die sind dann auch mittags noch mal hin, haben gesehen, die steigen wieder in den Schulbus. Aber dieses Vertrauen zurückzugewinnen, ist natürlich auch eine Mammutaufgabe. Ne? So. Und der Clan an sich oder die Familienzugehörigkeit
die Generationen versorgen sich untereinander. Mhm. Und da in den Familien ist auch eine hohe Homogenität. Also da wird auch da gibt es ja natürlich Gewalt und schlechte Ehen oder was auch immer du so möchtest. Und einen Ausstieg daraus gibt es nicht. So, den gibt es nicht, weil das ist das Einzige, was man hat. So. Also eine Trennung, also eine alleinerziehende Rom wirst du kaum treffen. Die gibt es schon, aber ganz, ganz selten. Also deswegen sage ich ja, also Frauen sind eigentlich immer die Gelackmeierten. Also die kommen natürlich aus der Struktur nicht raus, weil das Einzige ist, was sie haben. An wen sollen sie sich wenden? Also wenn der schlagende Kerl, dann gehen sie hier zum Amt, dann sagt das Amt, ja, sie sind ja aus Rumänien, wir sind nicht zuständig. Ja. Also es gibt kein Zurück dann. Ne? Und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Wobei grundsätzlich muss man sagen, funktionieren die Familien. Also die Kinder, also Bindungsstörungen und solche Geschichten wirst du kaum finden in den Familien. Also ich als Familienkinderkrankenschwester bin immer völlig begeistert von diesem auch unter prekärsten Bedingungen, aber gesunden Aufwachsen der Kinder. Die haben ganz enge Bindungen an die Eltern, an die Großeltern, an Onkel, Tanten, an die Geschwister, an die, ne? Also da hat jedes Kind seinen Platz und das ist auch so gewollt, ne? So. Das ist in den Familien wirklich, wirklich gut. Und du wirst auch, ich bin ja schon auch in den Familien, wenn die Kinder ganz frisch sind, so ein Selbstverständnis. So, ne? Das ist einfach ein Geschenk. Egal, ob das jetzt gerade gewollt war oder nicht. Aber im Zweifel ist es gewollt und ist ein Geschenk. Und da wird eben auch alles für gemacht. Und die haben auch keine, also du hast ja ganz oft bei Kindern, wenn die eben vernachlässigt werden, wenn die Bindungsstörung haben, dass sie sich nicht entsprechend entwickeln. Die nehmen nicht gut an Gewicht zu, die entwickeln sich motorisch nicht. Und motorische Probleme haben diese Kinder alle nicht. Also die laufen alle mit unter einem Jahr, die drehen und krabbeln und machen und tun. Ne, da gibt es solche Probleme nicht. Und Schlafstörungen gibt es da auch nicht, weil die sowieso die ganze Zeit bei Mutter im Bett schlafen und weil die sowieso den ganzen Tag rumgeschleppt werden. Also, ne, das wird gar nicht diskutiert. So was muss ich mit den Familien nicht diskutieren, während ich mit manchen deutschen Eltern dann sage, die dann sagen, ja, aber wenn ich die jetzt den ganzen Tag trage, dann verwöhne ich die. Ne, wo ich dann immer sagen muss, nee, es ist okay, es gibt nicht zu viel Liebe. Ne? Und das ist bei den Roma, ist halt keine Frage, überhaupt nicht. Und das ist schon, sag ich mal, das ist ein Potenzial, wo wir uns als Gesellschaft ganz viel von abgucken können. Naja, also die vernünftigste, auch aus ihrer Perspektive, also aus Perspektive der Stadt, die vernünftigste Variante wäre tatsächlich, eine Tüte Geld in die Hand zu nehmen und ehrlich ein politisches Statement oder den politischen Willen zu formulieren, die Leute, die hier ihren Lebensmittelpunkt wollen, die pflegen wir jetzt ins System ein. Ja. So. Und vorgeblich machen sie das ja auch. Ne? Da sind ja zig Projekte, werden ja über EU-Fördergelder finanziert, um Leute zu integrieren. Nur ich sage immer, über Sprachkurse wird man ja nicht satt. Ne? Das ist ja auch ein bisschen problematisch. Also eine echte Existenz zu schaffen für diese Leute und dann zu sagen, so, und jetzt seid ihr, habt ihr eine stabile Existenz und jetzt gucken wir mal, über welchen Sektor wir Weiterbildung machen, dies, das, jene, Sprachkurse, bla bla bla. Aber das ist nicht gewollt, weil da muss man ja jetzt erstmal Geld in die Hand nehmen. Und man muss die Leute, über die man jetzt über Jahre gehetzt hat, medial, ja, also unser Oberbürgermeister, da kriegt ja die AfD von Neid Tränen in den Augen, ne? So wie der hetzt. So. Und er hat natürlich jetzt viel dafür getan, dass alle, die Rumänen, Bulgaren, das hat letzte, also die haben jetzt einen entsprechenden Ruf, den hatten sie sicher auch vorher schon, aber er hat ja nun ordentlich an dem Ruf gearbeitet. Und wenn er jetzt öffentlich ein Bekenntnis dazu macht, dass jetzt sind die hier willkommen und wir integrieren die jetzt hier wirklich laut und ernsthaft das so macht, dann ist hier die Hölle los. Dann haben wir hier eine Wählerschaft von 30-50% AfD. Ja, und man will natürlich in einer prekären Stadt, will man Bonzen, Investoren, gut situierte Mittelständler, die will man hier ansiedeln. Da wird ja auch einiges in einer Sechsseenplatte und so weiter. Und dann in Hochfeld soll es ja auch da so ein Wohnquartier. Und überhaupt muss das ja alles so sein. Die will man, weil die bringen ja natürlich sofort effektiv Geld in die Stadt. Und die ärmeren Zunften, die will man natürlich nicht. Da muss man der Fairness halber muss man sagen, dass natürlich
der Oberbürgermeister sich die Leute tatsächlich ja nicht eingeladen hat, aber dadurch, dass hier so viel Wohnungsleerstand ist, sind die natürlich gekommen. Preiswerter Wohnraum natürlich. Jetzt soll er mal zusehen, wie er damit klarkommt, mit klammen Stadtkassen. Die Stadt ist pleite. So, ne? Das ist natürlich, die Bundesrepublik sagt, ja, eigentlich unser Problem. Ne? Also die EU wollten alle. Und dass es eine Armutsmigration geben wird, von Südosten nach in den Norden rauf, war klar. Das ist den EU-Denkern immer klar gewesen. Und dann wird gesagt, ja, aber das ist ja jetzt erstmal nicht unser Problem. In der EU kann ja jeder machen, was er will und so. Und da will man sich jetzt gar nicht groß einmischen und so. Also seine Forderung auf dem Städtetag, er hatte mehrfach auch den Lauten gemacht, dass er da Unterstützung will. Wir haben vom Petershof ja auch, wo auf Bundesebene, Sigmar Gabriel war hier, Frau Merkel war hier und erklärt, wir haben hier 16.000 Menschen in Duisburg, die keine Krankenversicherung haben. Ach, da waren wir staatsmännisch alle betroffen. Sie nehmen das Problem mit nach Berlin und da ist es geblieben. Die meisten sind ins Stadtgebiet verteilt zu Freunden und Verwandten. Also privat. Ja. Okay. Also sie haben natürlich dieses unglaublich kuschelige Angebot, in die Turnhalle zu gehen. Das wollte natürlich gar keiner. Und sie kennen das ja auch, in Hallen untergebracht und dann deportiert zu werden. Das kennen sie durchaus aus Spanien und das kennen sie auch aus dem historischen Kontext. Also es ist ja schon so, dass sich das über die Generationen auch weitererzählt wird, sodass man natürlich unglaubliche Hürden nimmt, um in so eine Turnhalle zu gehen. So, ich meine, Roma-Verfolgung ist ja, das haben die Familien in allen Genen, das wissen die. Und bei den Zwangsräumungen, also da habe ich mir ja oftmals Strafanzeigen eingefangen, weil ich die einfach als Faschisten beschimpft und angeschrien und bedroht habe. Also weil ich dann auch, ich neige dann auch, also ich kann sachlich sein, aber wenn man sieht, wie Menschen heulend, schreiend aus ihren Wohnungen geprügelt werden und so ist es ja hier abgelaufen, das leugnen die zwar heute, aber ich war ja dabei. Ne, ich bin ja selbst in der Hagedornstraße-Treppe runtergeschmissen worden, weil ich da angeblich keinen Zutritt hatte. Also dieses, man nimmt denen die Wohnung, man schmeißt die einfach raus, man setzt sie mit Sack und Pack und ihren Kindern auf die Straße und überlässt sie ihrem Schicksal. Das hat mich regelmäßig hysterisch werden lassen. Und ich habe die dann eben auch als Faschisten angeschrien und habe immer so gedacht, dann irgendwann, wenn du dann in so einem Wutrausch bist, ne, dann denkst du, warum bin ich eigentlich die Einzige, die hier rumschreit, ne? Und dann habe ich so die anderen so angeguckt, so die Betroffenen. Und dann habe ich gesagt, was ist eigentlich los mit euch hier? Können wir die jetzt mal alle zusammentreten oder was können wir denn jetzt hier mal machen, ne? Und dann haben die mir erst mal erklärt, die haben gesagt, Sivjutsu, das gehört dazu. Das gehört zu unserer Kultur. Wir werden immer vertrieben. Reg dich doch bitte nicht auf. Das ist seit Hunderten von Jahren so. Und also wirklich auch aus so einer, aus so einem Traumakontext natürlich, ne? Man wehrt sich nicht, man stellt sich tot. Also dieser Todstellreflex, den haben die gezeigt. Und die haben mir dann erklärt, also was ich da mache, ist Energieverschwendung, weil sie kennen es nicht anders, das ist, so wird mit ihnen verfahren. Und das ist ja ganz klar das Ergebnis von zutiefst erlebten Rassismus. So, ne? Ich habe dann nicht gedacht, wir hauen die jetzt zusammen, wir lassen die nicht ins Haus, wir verbarrikadieren die Tür. Also so, ich mache in meiner Freizeit Sitzblockaden zum Beispiel. Ich dachte, wir blockieren jetzt das Treppenhaus und dann ist Schluss mit lustig. Ja, nee, das war nicht zu machen. Die lassen jeden in die Wohnung und lassen mit sich machen. Die wehren sich nicht. Und das ist eben sicher traumabedingt einerseits, andererseits aber auch so dieses über Generationen gelernte Verhalten. Also sie wissen, sie haben keine Chance. Und also das ist jetzt einfach so Schicksal gegeben. Und die Idee, dass man partizipiert und teilhat und Widerstand leisten kann und dass es durchaus Menschen und viele Menschen gibt, die solidarisch sind und sie unterstützen. Nee, das ist schwierig. Also mir glauben sie, ich werde dann noch angerufen oder, ne, oder der Petershof, der hat ein hohes Potenzial an Glaubwürdigkeit, aber mal so ein Klageverfahren durchzuziehen gegen so einen Arbeitgeber oder auch gegen so einen Hauseigentümer. Und du brauchst ja immer die Betroffenen als Kläger. Also ne, ich finde immer auch
wenn man politisch kämpft, muss man auch immer noch die juristische, also man muss die Leute, also die Öffentlichkeit haben, man muss politisch kämpfen und man muss juristisch kämpfen. Und also ich finde, auf den drei Säulen kann man meistens ganz gute Sachen, also so haben wir Zinkhütte gewonnen und solche Geschichten. Der Rudolfstraf habt ihr ja auch so angefangen. Ja, also, genau. Also Gruppenbildung. Genau. Öffentlichkeit. Öffentlichkeit, aber auch so einen juristischen Background, ja, habt ihr versucht. Ja. Versucht. Und das ging jetzt ein Jahr, habt ihr da intensiv dran gearbeitet. Ja, genau. Okay. Und die Gruppendynamik, was ist da irgendwie, ist da was draus entstanden, was trotz Räumung anknüpfbar ist? Also es sind die rumänischen Familien sind alle an Petershof angebunden, also die kommen zur Beratung, lassen ihre Papiere machen in schulischen Fragen, medizinischen Fragen. Die Bulgaren sind tatsächlich weit verstreut, also die, aber die waren auch einfacher natürlich in ihren Jobs. Also in ihrer Jobsuche und so, die sind nicht auf Marxloh angewiesen. Und die sind eben, ja, die kommen zum Teil auch noch, also immer noch zu einigen Familien Kontakt. Aber die sind doch eher so gespreadet. So wie der Oberbürgermeister gern hätte, dass sie auch tatsächlich in andere Städte gegangen sind. Mhm. Ne? Und das haben die Rumänen nicht gemacht, die sind geblieben. Das ist ja auch so, der Oberbürgermeister glaubt ja, der räumt die Häuser hier, ne, sagen wir mal, räumt die jetzt alle raus und dann sind die alle weg, lösen sich in Luft auf. Das ist ja Unsinn. Die ziehen dann zu Freunden und Verwandten ins Nachbarhaus und dann ist da das nächste Problem aus. Aber sie verlassen den Stadtteil nicht. Aber dass man jetzt eine funktionstüchtige, kämpfende Gruppe hat, nein, das ist nicht gelungen. Das hat nicht funktioniert. Ist auch zu kurz ein Jahr. Vielleicht ist es zu kurz, aber es ist eben auch natürlich der Verlust der Wohnung letztendlich hat ihnen gezeigt, es hilft nicht zu kämpfen. Guck, die räumen uns einfach hier weg. Ja, und das ist ja auch wie ein Tritt ins Gesicht. Ne? Also hätte man auch gleich machen können, direkt treten. Also das ist schon so, dass natürlich da auch, man muss natürlich auch vorstellen, wenn man unter prekären Verhältnissen lebt, immer Existenzängste hat. Also ich sag mal, ein Arsch voll Probleme und dann soll man noch kämpfen. Und zwar nicht um das eigene, sondern um das große Ganze. Ja, woher soll man die Energie denn aufbringen?